Meine Liebe, niemand kann scheitern, der auf dem Weg der Wahrheit ist. Niemand. Und wir sind auf dem Weg der Wahrheit. Wir sind doch auf der Suche nach der Wahrheit durch uns selbst oder eben oder etwa nicht. Sonst würden wir doch hier nicht sitzen. Sonst würde ich mir das doch hier nicht tagtäglich reinziehen. Manchmal förmlich körperlich erschlagen und auch geistig so klar. Gott sei Dank, weil ich nur Geist bin und eben nicht dieser Körper. Ich will mich darauf nicht mehr reduzieren. Und genau das will ich verlernen, weil das ist nicht die Wahrheit. Der Körper ist eine Illusion. Dieser Traum hier ist eine Illusion. Das Ego ist eine Illusion. Etwas Wahnsinniges, was mir Albträume beschert, die sich dann im Außen spiegeln. Und das will ich nicht mehr für wahr erklären. Die Wahrheit kommt nur durch mich, durch meine Geistesschulung. Durch mein Erinnern an Gott. Genau hier und jetzt. Wo ist Gott? Der ist doch auch hier, oder nicht? Der ist doch auch jetzt in diesem Moment. Es gibt doch nur diesen Moment. Und diesen. Und jetzt diesen. Und es ist meine Verantwortung, mich genau immer in diesem Moment wieder zurückzuholen, förmlich zurückzuholen, mich vor meinen eigenen alten Gedanken zu retten, zu schützen. Ich muss mich vor mir selber schützen. Das ist doch krass, oder? Damit ich nicht auf meinen eigenen Scheiß reinfalle. Und immer noch geschieht es. Naja, gut, okay. Ich bin der glückliche Schüler. Wunderbar. Heutiges Textbuch, Lesung, Kapitel 14, Nummer 2. Und ich freue mich und erfreue mich am Lernen. Auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht. Ja, man scheinbar wieder seinen Launen mal verfallen ist. Oh, es vergeht ja alles. Und ich lerne ja mehr und mehr, den Heiligen Geist wirklich in jedem Moment einzulassen. Also von daher kann ich mich einfach mal in Ruhe lassen und geschehen lassen. Und darauf vertrauen, dass ich geführt bin und dass alles so richtig ist. Ich muss es mir noch ganz, ganz oft sagen. Aber dafür haben wir ja auch den Kurs. Dafür haben wir uns. Ich schule mich ja selber. Selbststudium. Wir sagen uns alle im Grunde das Gleiche. Ich bringe es vielleicht momentan mehr nach außen. Weil ich es vielleicht noch stärker brauche. Weil da bei mir noch ein Glaube ist, dass ich mich irgendwann mal so stark entfernt habe, dass ich mich nur so zurückholen kann.
so vehement und so klar und deutlich, weil ich sonst nicht höre oder nicht sehe. Aber wir haben uns alle dissoziiert. Ne? Da gibt es kein mehr oder weniger. Wir haben uns alle in Trennung gehalten. Jeder Teil von mir. Und dass das gar nicht so schwer ist, wie ich immer denke, sich da irgendwie zurückzuholen oder sich wieder zu erinnern. Sondern dass es wirklich nur ein Bleiben, ein Unterlassen meiner arglistigen Gedanken ist. Meinem Ego-Denksystem. Ohne dem besondere Bedeutung zu geben. Und das scheint nicht so einfach. Weil ich ja erstmal lernen muss, wie viel Bedeutung ich dem allen gebe. Und ich kann in meinem Lernen und Verlernen nicht scheitern, weil ich die Wahrheit suche. Weil ich mich als der Sohn in mir suche, als das Kind Gottes. Weil ich die Erlösung suche durch mich selbst. Die Befreiung von meinem eigenen Film. Also wenn ich mich hier ja so umgucke, scheint ja viel Scheitern da zu sein. Ich kann mich da total von triggern lassen. Ne? Und dann macht es mir Angst und dann schere ich mir selber die Hölle. Ich kann es aber auch anders sehen. Indem ich das hier eben nicht mehr wahr mache. Ich mich damit nicht mehr identifiziere. Ich mich dadurch nicht mehr in Angst und Schrecken halte. Sondern zurücktrete. Noch weiter zurücktrete, noch weiter zurücktrete. Und mir dieses Schlachtfeld von oben in Ruhe anschaue. Und mir selber die Ruhe und den Frieden schenken. Weil ich die Macht dazu habe. Weil ich das nicht mehr will. Ich will mich nicht mehr mit diesem alten Kram identifizieren. Und ich bemerke, dass ich eben nichts aufgeben muss, weil ich es eben selber nicht mehr will. Das ist meine Entscheidung. Ich will Liebe im Sinne des Vaters. Ich will Sicherheit und Schutz in sich, im Sinne des Vaters. Und das habe ich nicht zu deuten, wie das auszusehen hat oder wie sich das anfühlt. Ich kann nur geschehen lassen, weil ich einfach nur bin. In Gott. Also will ich nicht mehr nach nichts suchen. Diesem Unwahren. Ich will die Wahrheit in mir finden, weil sie da ist, weil sie mir schon längst gegeben ist, nie weg war.
Also will ich ein Ziel wählen jenseits dieser Welt, hinter all diesem, die Welt Gottes, die Welt des Friedens, der Liebe. Des Lichts, meine wahre Größe, mein wahres Zuhause. Also muss ich mich erheben, im geistigen Sinne, aufstehen, steh endlich auf. Wir machen uns unnötig das Leben schwer. Durch unser Nichtwollen, durch unseren Widerstand, durch unseren Trotz, durch unseren Eigenwillen, Widerwillen. Das ist im Grunde alles das Gleiche. Weil ich immer noch glaube, dass es nur um mich geht. Diese Person hier, diese Figur. Weil ich Angst habe vor dem Tod. Und somit Angst vor Gott. Aber die Erinnerung ist da. Gott ist da. Und sie kommt immer stärker. Es wird uns mehr und mehr gewahr. Und nur daran will ich mich halten. So gut ich es eben kann. Alles andere muss ich aussortieren. Und dennoch bin ich voll da. Heißt nicht, dass ich mich wegbeame in andere Sphären. Dann würde ich ja wieder dissoziieren. Ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und mein mächtiger Geist fließt durch den Geist Gottes oder mit dem Geist Gottes durch all das hier hindurch. Ich gebe den Segen. Ich gebe die Liebe. Ich gebe den Frieden mit Gott. Es ist schon so alt und doch total neu. Ich höre das Echo meiner Erbschaft. Gottes Wille ist mein Erbe. Mein Kind, tritt dein Erbe an. Komm in deine Funktion. Tu deine Aufgabe. Als der freudige Schüler. Sei froh, dass du suchen musst durch dich, dass du dich an dich erinnern darfst, dass du dich an Gott erinnern darfst, dass du dich hingeben darfst in deiner Suche durch dich, nicht hier im Außen, über diese Welt hinaus, durch meinen offenen, weiten, hellen, dichten Geist, der nur Freude hervorbringt. Und ich will diese Freude sehen, also habe ich alles dafür zu tun, dass, damit ich sie erfahre. Und nicht da sitzen und irgendwie warten, dass da was kommt. Das funktioniert doch nicht. Das wissen wir doch schon. Ich sitze hier und gammel vor mich hin und warte auf irgendwas. Und ziehe mir auf irgendeine Art und Weise immer noch den gleichen Scheiß rein. Vielleicht versteckter oder raffinierter,
ich verletze mich immer noch selbst. Durch unwahre Gedanken. Aber, ich sehe immer mehr auf das, was schon funktioniert oder wo ich mich schon daran erinnere. Und das wird viel, 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 viel mehr. Aber ich spüre die Verführung alter Gedanken, die mir erzählen wollen, was weiß ich, du schaffst das nicht, du bist müde, das ist zu viel, was da eben alles so angeflogen kommt. Du musst noch mehr. Du bist ja gar nicht in der Freude. Du verarschst dich ja immer noch. Wir kennen alle diese Sätze. Der eine hat es vielleicht so, der andere so. Ja, jeder so, jeder hat es ja so für sich ausgeschmückt. Und das täuscht eben diese Vielfältigkeit, diese Individualität. Ja, es täuscht mich. Aber es ist alles das Gleiche. Ich täusche mich immer nur selbst. Eine Täuschung. Durch den Ego-Wahn, durch den alten Geist. Also sei froh, dass du suchen musst. Dass du nach dem Himmel suchst, nach dem Paradies in dir, nach der Liebe in dir, nach der Freude in dir, nach dem Frieden in dir, nach diesem Wohlgefühl, nach dieser Entspannung, nach dieser Leichtigkeit, nach diesem Vertrauen. Nach dieser Sanftheit. Und das ist alles schon da. Also, ich kriege da schon was mit. Und da geht es für mich lang. Das ist mein Lernen. Da noch mehr hinzufühlen und hinzuspüren, noch mehr aufzuweichen. Weil das ist Gott. Diese Offenheit. Ja, wie soll ich das sagen? Schon fast Intimität mit Gott. Diesem totalen Einssein. Es fehlen immer wieder die Worte. Also sollte ich aufgeben, das irgendwie mit Worten zu erklären und lieber still sein, ne? Und fühlen und spüren. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu finden sucht. Gottes Sohn kann nicht scheitern. Du wirst finden, weil du schon gefunden hast. Ich hänge noch an irgendeinem Irrtum, den brauche ich nur zu berichtigen.
Und ich komme immer wieder auf den heiligen Weg zurück. Irgendwann bemerke ich ja, dass ich wieder scheinbar einen Umweg gegangen bin. Und dass ich das gar nicht will. Ich will das doch gar nicht mehr. Bleib doch nicht freiwillig in der Hölle. In diesem Schmerz, in diesem Leid. Nicht, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Wenn ich in Depressionen rumhänge, abgestumpft bin, naja, klar. Dann stopfe ich mich vielleicht mit Schmerzen und mit Leid voll. Mit allem, was dann so dazugehört. Das ist ja mein Suchtprogramm. Dann gebe ich es mir wieder volle Kanne, ne? Mitsamt dem Urteil. Ja, nö. Ich will den Himmel. Ich will den Himmel. Ich will Gott. Und fühle, spüre, wie es weit und hell wird in dir durch allein dieser einen Aussage. Ja, ich will Gott. Schon gleich kommt mehr Lebendigkeit durch diesen scheinbaren Körper. Schon gleich will man sich öffnen. Hey, da, nimm mich. Wie auch immer. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin dein Kind. Ich bin da. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit einem jeden, weil ich gar nicht anders kann. Wunderbar. Boah, so viel Begleitung habe ich. So viel Begleitung. Rundum. Behütet und beschützt. Was für ein Gedränge auf dieser Brücke der Vergebung. Sag bloß, alle wollen schnell nach Hause. Was sind alle erwacht? Dann geht alles so schnell. Bricht die Brücke noch zusammen? Naja, wird dann auch nicht mehr gebraucht. Ne? Denn Gott braucht es ja keine Vergebung. Und wenn wir fallen, dann ja nur in Gottes Arme, wo wir ja schon längst sind. Ja, alles, was du suchst, außer diesem, wird wegfallen. Du wirst den Himmel finden. Alles andere wird wegfallen. Lass dich darauf ein. Abenteuerfreiheit. Im Geiste. Losgelöst von diesem Film. Also worauf wartest du noch? Es ist jetzt alles da. Gott ist jetzt, der Himmel ist jetzt, Erlösung ist jetzt. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Nur jetzt. Schau nicht mehr zurück. Dreh dich nicht mehr um. Und schau auch nicht nach vorne. In die unwahre Zukunft.
sondern sei einfach da, genau hier und jetzt. Du wirst hier und jetzt gebraucht. Nicht in deinen Gedankenschluchten verloren und verstrickt. Also der Himmel ist die einzige Alternative. Wähle den Himmel. Gott hat keine Widersprüche gemacht. In ihm gibt es keine Widersprüche. Da ist nur Klarheit. Und du siehst das schon. Ich weiß das ganz genau, dass du das schon siehst. Es geht nur darum, sich da mehr und mehr drauf einzulassen, sich dafür mehr und mehr zu öffnen für diesen einen Geist. Das Licht, das da ist, noch stärker durch mich wirken zu lassen. Die Gaben, die mir gegeben sind, vollständig zu nutzen. Vollständig, ganz und gar. Gott leidet nicht unter Konflikt. In Gott kann es keinen Konflikt geben, keinen Zwiespalt, keinen gespaltenen Geist. Deshalb muss ich das verlernen, weil das nicht wahr ist, weil das nicht von Gott ist. Und ich soll doch das Wahre vom Falschen aussortieren. Also, guck hin, sei vernünftig. Nimm dich darin ernst, aber nicht schwer ernst, sondern freudig ernst. Ja, ich will das nicht mehr. Ich will Gott. Weg jetzt mal mit diesem Kram. Und ich sage dir, wenn du das einmal zugelassen hast, es ist einfach. Auch wenn immer wieder noch mal was angerannt kommt, ich noch klebrige Masse spüre, ich kann nicht scheitern, weil ich die Wahrheit suche und sie gefunden habe. Es ist immer wieder nur die klare Ausrichtung, die eine Entscheidung für Gott. Ich bin doch nicht zwiegespalten, zweigespalten. Ich bin doch seine Schöpfung. Der Sohn kann nicht in der Hölle sein und Gott im Himmel. Das kann ich nur im Traum träumen. Das ist in Gott aber unmöglich. Ich bin zu Hause in Gott. Ich kann doch nicht zwei Welten sehen. Gott ist hier mit mir und ich mit dir in ihm. Alles ist Gott, wenn Gott in meinem Geist ist, wenn ich mich dafür öffne. Alles ist Liebe, wenn Liebe in meinem Geist ist, was Gott ist, was ich bin. Ich schaue eben noch viel zu sehr mit meinem Verstand da drauf. Und dann kommen mal gleich Fragezeichen. Das soll Liebe sein. Schau dahinter. Schau dahinter. Es ist Liebe oder ein Ruf nach Liebe, was du wahrnimmst. Und ich habe nur still dazustehen und in Liebe zu sein. Mehr ist es nicht.
Also will ich mich nicht weiter selbst verleugnen und unnötig Zeit machen. Und eben immer wieder in diesen Widersprüchen leben. Sondern ich will zielgewiss mich für Gott ausrichten. Gott ist mein Ziel. Gott ist meine Ursache. Gott ist Tatsache. Und ich bin sein Sohn. Ich bin seine Wirkung. Ich bin seine einzige Liebe. Und ich will die Liebe nicht mehr mit Füßen treten. Ich verletze mich immer nur selbst. Und finde den Himmel nicht, obwohl ich mittendrin bin. Weil ich blind bin von meinem eigenen Albtraum hier. Von diesem Traum, der der Schleier ist. Also lass törichte Gedanken jetzt heute hinter dir und wende deinen Geist stattdessen wahren Ideen zu. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Und die Wahrheit ist es, die wir heute zu erreichen suchen. Was willst du anderes? Ich will nur Gott. Ich will nur das Licht, die Liebe, den Frieden. Und du willst das auch. Und zeig mir das. Gemeinsam schreiten wir doch viel schneller voran. Geht es doch viel leichter. Ich will auch deine Freude spüren und sehen. Das ist doch meine. Ich will, dass sich alle Anteile freuen und jubilieren. Die Engel warten schon. Also bitte, bitte um Hilfe. Immer wieder. Da stehen die kursiv gedruckten Sätze. Und das zieh dir rein. Immer wieder. Immer wieder. Ich bitte darum, eine andere Welt zu sehen und eine andere Art Gedanken zu denken als die, welche ich machte in meiner Kleinheit, in meinem Wahnsinn. Die Welt, die ich suche, habe ich nicht allein gemacht. Die Welt, die ich suche, die hinter all diesem, die neue Welt, Gottes Welt. Und die Gedanken, die ich denken will, sind nicht meine eigenen. Es sind Gedanken der Einheit durch den Geist Gottes. Ich bin Gottes Schöpfung, Mitschöpfer des gesamten Universums. Und spüre, siehe, fühle deine Macht, wie großartig du bist. Mitschöpfer des gesamten Universums. Beobachte dich. Mögen wir einen Moment still damit sein. Lass alles los und schau noch tiefer in dich hinein. Weiche dir selbst nicht mehr aus. Da ist nur Liebe.
lass Ruhe in deinen Geist einkehren. An all diese alten sinnlosen Gedanken und Bilder vorbei. Und schau auf diesen Lichtfunken in dir, diese Öffnung, diese Tür. Dahinter ist all deine Ausdehnung. Also tritt aus deinem Kokon hervor. Und schreite durch diese Tür. Du kannst nicht scheitern. Du bist voller Licht. Du hörst deinen eigenen Ruf nach Liebe. Folge nur diesem. Folge diesem Licht und geh durch diese Tür. Und tritt ein in dein eigenes Reich, deinem wahren Zuhause. Wo du so liebevoll, lichtvoll, wundervoll empfangen wirst. Geh durch diese Tür. Das ist die totale Gegenwärtigkeit, das totale Sein in dir, in Gott. Und ich sagte doch, das sind Engel. Engel erhellen den Weg. All die Lichtbringer, die für dich da sind. Alle. Weil es ein Geist ist. Und da ist Dunkelheit unmöglich, existiert nicht. Und vielleicht hörst du auch eine sanfte Melodie. Das Himmelslied. Diese liebevolle, zärtliche Umschmeichelung der Liebe Gottes. Durch diesen lieblichen Gesang.
Und du stehst mit mir, mit Gott, mit allen Heiligen, mit diesem einen Geist, in diesem einen Geist, in diesem einen Licht, so hell und klar. So rein. Und du kannst alles sehen und verstehen und deinen Frieden und deinen Segen geben. Weil das nur deine Aufgabe ist. Da ist wieder die Erinnerung. Und du hast nicht vergessen. Du bist nicht weg gewesen. Du bist genauso wie eh und je, in alle Ewigkeit geliebt und liebend. Eine stille Freude, eine berührende Freude. Und das alles, was du jetzt wahrnimmst, siehst, fühlst, ist immer da. Es ist immer nur diese eine Entscheidung, vor dieser Tür zu stehen oder hinter dieser Tür zu stehen. Mich im Außen zu verlieren oder nach innen zu schauen. Und Gottes Liebe durch mich wirken zu lassen. Und daran kann ich niemals scheitern. Ich gehe doch mit der Liebe Hand in Hand. Auch wenn ich hier in diesem Film ein blaues Auge davon trage. Heute ist der Tag des Lichts. Gott hält sein Urversprechen. Da steht's.
Heute hält Gott sein Urversprechen an seinen heiligen Sohn, wie auch sein Sohn sich an das Seine erinnert, das er ihm gab. Du hast auch versprochen, der Sohn zu sein, weil das eine gar nicht ohne das andere geht. Gott geht nicht ohne Sohn und der Sohn geht nicht ohne Gott. Ein Urversprechen, ein Sein, eine Liebe. Also darüber sollten wir uns so freuen. Ich weiß gar nicht, was das ist, sich wirklich zu freuen. Scheint mich noch irgendwie zurückzuhalten oder es irgendwie noch kontrollieren zu wollen. Ich will ja nicht ausflippen. Ich habe einfach keine Ahnung. Und damit okay zu sein. Ich spüre die Freude. Und sie leuchtet aus meinen Augen. Und kann dennoch total ruhigen Weges gehen. Man muss irgendwie überschauen. Es kommt so, wie es kommt. Ist alles genau richtig. Ich muss nichts kontrollieren. Oder dem irgendwie eine Bedeutung geben. Oder denken, das müsste ja so und so sein. Ich kann keine Freude erzwingen. Es ist immer alles genau richtig. Ich bin genau richtig hier. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es sollte ein Tag besonderer Freude sein. Weg mit diesen düsteren Gedanken. Mit diesen negativen Bildern. Dieser Schwarzmalerei. Zwischendurch da mal wieder so Leckerlis reinstreuen. Damit es vielleicht ein bisschen schöner wird. Weg von dieser Gegensätzlichkeit. Nur Gott. Ich will nur Gott. Ich will nur Gott. Ja, ich will nur Gott. Und du willst das auch. Weil du Teil von mir bist. Die Zeit der Erlösung ist gekommen. Der heutige Tag wurde vom Himmel selbst zu einer Zeit der Gnade für dich und für die Welt bestimmt. Solltest du diese glückliche Tatsache vergessen, dann rufe sie dir hiermit wieder in Erinnerung. Ich kann mich in jedem Moment erinnern. Heute suche und finde ich alles, was ich will. Was ich in Wahrheit will. Ich will das Licht. Ich will die Freude. Ich will Gott. Mein ungeteilter Zweck schenkt es mir. Kein Zwiespalt mehr. Kein zweierlei Maß.
Nur eins. Nur eins gesinnt. Non-dual. Klare Ausrichtung. Konsequent. Immer und immer und immer. Auf ewig. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Nichts los, ne? Einfach nichts los. Nichts bedroht. Braucht diese Hochanspannung nicht mehr. Oder diesen Schrecken im Nacken. Deshalb sage ich jetzt einfach Amen. Weil Gott ist und so ist es. Amen. Lass uns noch ein bisschen Musik hören. Und in dieser Gewissheit, in diesem Frieden uns im Grunde sanft wiegen. In diesem Vertrauen, in diesem einfachen Sein, einfachen Sein der wahren Natürlichkeit. Mein lieber, lieber Bruder, so geliebt bist du. Von überall her.